Und guten Morgen. Herzlich willkommen zurück bei Tora, Fred, Matt, Velaya, Medar. Hey, hey, du hörst mir gar nicht dazu. Stellst dich hier mit dazu zu meiner Bande, du spinnst ja wohl. Herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 mit Nostalgic Edition. So. Na, warte. Jo, das letzte Mal war. Hey, du. Waren wir ja mit dem Cupfield unterwegs. Grüße an dich, geh nochmal raus. So, und wir haben hier unten das Tal der Erbauer hier abgegrast. Hier unten das hier, wo der Eremit rumlungert. Und der Eremit, perfekt natürlich als Testkandidat für von Piranha Bytes unten hingesetzt. Er hat Matt in seiner Banditenrüstung hier nicht angegriffen. Hey du. Hey du. So. Ich würde es eine Sache, bevor wir jetzt eine das machen. Wir probieren noch mal eine Sache, bevor wir jetzt versuchen, hier Raven anzugreifen. Wir haben ja das letzte Mal Olafs Glitterbeutel. Wer ist denn Olaf? Ein Erzbrocken. So, wir haben jetzt. Wo sind unsere Tierexkremente? Ja, Exkremente nicht. Beute. So, Puma-Fell. So, wo sind unsere Mini-Grabler-Platten? Wir haben 13 Mini-Grabler-Platten. Mini-Grabler. So. Ich würde jetzt mal ein was ausprobieren. Ich weiß nicht, ich glaube nicht daran, dass wir diese Option haben, die ich jetzt ausprobieren will. Aber ich würde es trotzdem mal ausprobieren. Weil wir haben wieder über 10 Minecrawler-Platten und ich will sehen. Oh, wer fehlt denn hier schon wieder? Velaya! Alter, das Weib macht mich irre. Velaya, wo bist du? Hallo? Die ist mit dem Teleporter nicht mitgekommen, hä? Hä? Keine Ahnung. Nicht drüber nachdenken. So, ja, ich würde die Bande mal hier stehen lassen und würde nochmal, weil wir nochmal zu Wolf gehen und versuchen, ob wir über die Option überhaupt haben hier, uns eine weitere Minecrawler-Plattenrüstung zu machen zu lassen. Ich glaube es jetzt nicht unbedingt, aber ich will es auf jeden Fall wissen. So, wir hatten sogar mal einen Teleporter drin. Machen wir das mal so. Haben wir hier den. Ja. Ich meine, die Bande wartet ja. Das hätte ich dir vorher sagen. Söldner. Die Bande wartet ja doch eigentlich auf mich. So, wir gucken mal. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Bing, bing. So, Meister, du hast doch bestimmt noch. Kannst du doch bestimmt noch. Hm. Man kann es gar nicht mehr. Genau so. Schon eine neue Aufgabe. Es gibt ja diverse Mods, die geben mir die Möglichkeit, selbst noch Rüstung zu schmieden. Weitergehen. Ja. Aber so wie es aussieht, geht nicht unbedingt. Genauso hatte ich mir das auch vorgestellt, dass wir das jetzt nicht machen können. So, aber eine Sache wurmt mich trotzdem noch ein bisschen. So, wir laden neu, komm. Okay, können wir vergessen mit der zweiten, Wie gesagt, ich hatte es mir schon gedacht. Aber eine Sache, wir müssen ja noch den grünen Novizen hier herstellen. Für den Fortuno, bevor wir zum Raven gehen. Ich meine, das ändert jetzt nichts daran, dass wir. Ich meine, wir können trotzdem zum Raven gehen. Das fehlt jetzt nicht, das hier mit dem Fortuno. Aber ich wollte es schon noch mitgemacht haben. Und einem Alchemetisch entweder haben die Option da so versteckt, aber das glaube ich nicht. Die haben das wieder auf irgendwas anderes gelegt, wie gesagt, hier das Kraut herstellen. Wir haben ja gerade geguckt, ob das letzte Mal wie so ein Stampfer, ob das so eine Art Stampfer da rumsteht. Wir gucken dann gleich nochmal im Mintal. Und wenn das nicht der Fall ist, dann leck mir am Arsch damit. Spiel. Dann kann mich das Spiel mal am Arsch lecken. Ja, mal ganz ehrlich. Ich meine, wenn es eine andere Apparatur dafür gibt hier bei der Mod, dann sollte sie sich ja auch relativ gut auffindbar hinstellen oder mir da irgendwie mal eine Info dafür geben.
Hey, du. Wirst du mich ab sofort immer begleiten? Natürlich nicht. Ja, was machen wir mit dem Schattenläufer? Ich hatte ja beim Café das letzte Mal die Sache mit dem Schattenläufer hier angesprochen. Dass der Schattenläufer mich hier begleiten soll. Dann machen wir gleich hier das mit Samuel. Wir benutzen dann auch mal den Teleport zu den Magiern. Da brauchen wir nicht wieder hier hochstiefeln. Wir könnten mal gucken, habt du vielleicht einen Teleport hierher zu euch? Es kommt nur auf die Kraft an. Zeig also, mir dann. Komm mir nicht so. Ihr habt doch für jeden Scheiß einen Teleporter inzwischen. Was ist das denn hier? Alter Rahmen. Das ist eine schlimme Sache. 50-50. Mehr so als halt die Rüstung zu verdienen. Und für so eine zerfressene Rüstung willst du von mir 3000 Kröten haben? Ich sollte dich meucheln dafür. Reine Lebensenergie, 200. Nee. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Der hat ja wohl eine Macke hier, ey. Ja, was ist das hier? Gurke. Eine Gurke. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ja. Eine Gurke, Sumpfkrautstängel, Angel. Ich erzähl dir noch Ring der Verteidigungsschutz vor Magie. Was ist das hier? Buch über Flinten. Ich könnte nur über Laia geben. Wird sich das jemals ändern? Die trägt die Flinte. Die ist die Flintenmeisterin hier. Keine Ahnung, sag du es mir. Wieso schießt die eigentlich nicht mehr? Ich glaube, die Patronen sind alle. Irgendwas haben wir gemacht. Warum sie nicht mehr schießt? Entweder die Patronen sind alle oder wir haben ihre Taktikeinstellung umeingestellt. Ja. Seid ihr noch alle da hier? Alle vier. Alle vier, ey. So, Meister, du stehst ja immer noch hier vorne. Hatten wir mit dir nicht schon gequakt? Ich habe ein Rezept für dich. Ich habe ein Rezept für dich. Die räumt sie momentan wieder. Was denn für ein Rezept? Du bist Hammer. Hey, Doppelhammer. Es ist von Snuff. Das hört sich ja schrecklich an. Das muss ich sofort ausprobieren. Hä? Doppelhammer haben wir doch eingesammelt, oder? Da war noch nichts drin. Moment mal. Oder haben wir das noch nicht gelesen? Lu, waren wir noch gar nicht dort hinten drin? Wir haben den Hä? Haben, oder wir sind hier in die Truhe nicht reingekommen, oder? Weil wir. Ja. Ich höre was Stärkeres. Ich will was. Was da? Was darf es denn sein? Los, Hammer. Ich will los. Jo, einer reicht. So. Was hast du noch? Was hast du sonst noch? Jo. Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben. Ja, hör auf zu quaken. So, schneller Hering. Grüne Wiesen darfst du nicht zufällig für mich einstecken, oder? Sumpfkraut. Ja, keine Ahnung. Warte mal, du hast doch bestimmt auch alchemitisch hier. Der hier. Bock. So, Schnaps brennen. Los, Hammer. Ja. Krauttabak. Hier steht nichts dabei von Sumpfkrautstängel. Alter, ich könnte wahnsinnig werden, ehrlich. Ist das hier, das gehört jetzt zum Tisch oder ist das ein extra Ding hier? Der Kessel hier. Nee. Ehrlich, das könnte mich verrückt machen. Sowas. Weil die Mods sollen gerade solche Sachen dann hier irgendwie umwürfeln. Also wer da irgendwo eine Idee vielleicht in den Kommentaren hat oder so, das wäre ganz super. Och, wer fehlt denn jetzt schon wieder? Alter, wieso fehlt denn ja ständig einer nach dem Teleport? Was ist denn los hier schon wieder? Oh, jetzt rennen wir nochmal da rein. So. Ja, das hatten wir gerade. Ja. Das ist. Ja, es hört sich ja schrecklich an. Ich werde es versuchen. Hier was Stärkeres. Ja, gib mir. Nein, falls war der falsche. Egal, scheiß drauf. So. Gut. Sind jetzt noch alle da? Alle vier da. Pass auf, die sind alle vier noch da. Jetzt nehmen wir hier den Teleport. So. Alle vier da. Jetzt rennen wir nochmal durch diesen Teleport. Auch alle vier da. Ich bin entzückt. So. Ja, wir sollen jetzt Raven klatschen gehen. Das ist ja alles ganz putzig, aber. Ich würde wie gesagt Fortuno das Ding hier, aber.
Keine Ahnung. Ich meine, Laborwasserflasche. Ich meine, das hatten wir ja. Das ist genau das Gleiche. Und hier funkelt doch ein Trank für mich rum. Oh, Pech. Nee, das war nur Pech. Pech leuchtet. So, wenn Pech leuchtet, was macht's? Ja. So. Alle vier noch da? Ja. Ich bin nicht hierher gekommen. Oh, Mann, war ich jetzt erschrocken. Ah, da war ja was. Hellrüstung, Piratenkleidung, mittlere Banditenrüstung. Das muss ich sagen, bei Returning. Bei Returning war das dann, dass man ohne Banditenrüstung hier einfach reinspazieren konnte. Wir gucken hier nochmal wegen Alchemie, wegen dem grünen Novizen. Hatte hier ein Stampfer oder irgend sowas stehen? Sowas. Alle vier noch da, gell? Was man so rum erzählt. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Ich hätte ja gesagt, im Kessel notfalls. Meine Meinung kennst du ja schon. Aber. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich weiß es nicht. Das liegt doch auf der Hand. Der arme Kerl kann nicht. Wie gesagt, wenn der Stampfer hier hätte. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Warum erfahre ich das jetzt erst? Ich meine, es würde einleuchten, aber. Dass es dir so einen Stampfer gibt. Aber ich sehe gerade keinen, ich finde keinen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Müssen wir vielleicht mal mit dem Miguel reden? Hier oben ist ja auch nichts, so ein Ersatz oder was. Wir gehen mal raus. Oh, ich hoffe mal, die bleiben alle bei mir hier. Ja. Wir reden mal kurz mit dem Miguel. Ansonsten würde mir jetzt nichts einfallen, wo wir hier diesen blöden grünen Novizen machen können. Keine Ahnung. Notfalls machen wir ihn später. Ist mir auch egal. Ja, ist das so. Ja. Ramon! So, steht hier draußen vielleicht ein schöner Stampfer oder sowas rum? Keine Ahnung, wo man das machen kann. So. Kann der mir vielleicht was sagen oder muss ich extra Alchemie dafür lernen? Das wäre noch schöner. Hey, du! Entweder gibt's hier noch eine extra Apparatur oder ich muss extra Alchemie dafür lernen. Kannst du mir was beibringen? Na, keine Zeit. Ich bin hier, um an Gold zu kommen. Aber wenn du ein paar Tränke brauchst. Ja, mein Lieben. Lass uns. Die Dietriche kannst du mir hergeben. Fisch. Nee. Wie gesagt. Möglichkeit 1. Hier gibt es einen Stampfer oder irgendein anderes Gerät. Möglichkeit 2, ich muss extra Alchemie lernen. Wir können das ja, wer bringt mir Alchemie bei? Irgendein Mager würde ich mal behaupten, aber welcher? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. So, wir probieren das mal. Wir gehen mal hoch zum Teleporter. Und gucken mal, ob wir Alchemie lernen können. Ob das wirklich daran hängt. Bist du nichts Neues? Wenn wir jetzt Tabak mischen und sowas, ich weiß nicht, fällt das nicht auch unter Alchemie? Warum erfahre ich das jetzt erst? Seid ihr alle da? Jo. Wer brachte mir Alchemie bei? Merdarion. Ich kann dir zeigen, wie du deine... Nee. Nur der nicht. Saturas auch nicht, der hat ja bloß seine Hauptmission hier im Kopf. Ja. Kannst du mir dann. Ich kann dich in der. Und ich. So, wir probieren das jetzt mal. Lehre mir die Kunden Tränke bauen. Lehre mir magische Tränke. So, Elixier der Geschicklichkeit. Naja, so Alchemie allgemein kann man ja nicht wirklich lernen. Nur, das ist ja nur das Tränke bauen. Ich dachte, gab es nicht so ein Alchemie-Skill, wo der einfach nur heißt Alchemie? Wo finde ich die Arenhäuser? Ach komm auf. Nee, komm. Wir laden wieder neu rein hier. Gut. Dann leck mich doch am Arsch damit. So. Oder gibt's irgendwo einen Skill, der direkt heißt Stängel drehen?
dass wir hier Stängel drehen lernen müssen irgendwo. Die Frage wäre, wo lernen wir das? Stängel drehen. Keine Ahnung, wir gehen jetzt zum Raven. Die Frage ist natürlich, wir ziehen uns natürlich auch gleich um. Weil mit diesen Fetzen hier gehe ich da nicht rein. Bin noch nicht bescheuert. So. Ich war das letzte Mal beim Ramon dabei, als er die Ataria Edition gespielt hat im Stream bei sich. Da hat er mir nochmal, sag ich mal, gezeigt oder offenbart, wie ich hier das Rätsel für die über die Steinplatte löse. Für diesen ersten Schalter da unten. Ja. Mal gespannt, was die Nostalgic Edition hier im Tempel... Yerhedra Akantar. Yerhedra Akantar. Obwohl, dass wir 14 Minuten jetzt alles schaffen hier. Ich könnte mir vorstellen, hier die Nostalgic Edition hat hier noch ein bisschen was dazugepackt. Das ist doch immer so ein gefundenes Fressen hier für die... für die Modder. So, hier haben wir jetzt... Ich merke mir das nie, welchen hier zuerst. So. Gelbe Steintafel. In der sich gegen den Schluss der drei gestellt hatte, erbaute die erste Falle und nur ich kenne die richtige Pforte. So, welches war das jetzt? Blaue Steintafel. Karlimon, dann zweite Falle. Und nur der Weg des Lichts führt zum Ende. Des Lichts bis zum Ende führt es. Dritte. Ich werde daraus nicht blau. Noch nie. Mann, jetzt alle Zeiten. Wir, die letzten Anführer des Rates der Fünf, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen und den Eingang versteckt, auf das Schwert nie wieder das Tageslicht. Das war auf jeden Fall... Warte mal. Dann war das so. Genau. Jo. Ich weiß noch mal nicht, ob die Mitte zuerst oder die seitlichen. Ja, wo haben wir gerade Steinwächter gehört schon? So, da gucken wir mal. Koppelt. Ob wir Raven jetzt schaffen, das werden wir sehen. Na, komm mal auf hier. Die Klaue Belials wollen wir haben. Ja. Habt ihr hier noch irgendwas dazu gebaut, außer die Bande hier? Wieder eins von diesen Drecksviechern. Mit keine Chance. Die Viecher haben keine Chance. Ja. Wieder eins von diesen Drecksviechern. Ist viel weniger. Ja, holt ihn euch. Da ist schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Das sag ich dir. Ein Mist viel weniger. Da ist schon wieder eins von diesen Dreckviechern. Ja, genau. Rostiges Schwert. Der Steinwächter hatte ein rostiges Schwert bei sich. Ja. Ich glaube, die größte Hürde für meine Bande hier wird jetzt hier diese Grube da sein. Also bis jetzt ist der Tempel eigentlich unverändert. Ein goldener Ring, den schenken wir natürlich Lucia. Steht auf solchen Klimpen. So, genau das Ding hier. Also die ist hier rüber zu kriegen, die Bande, das ist... So, wir speichern natürlich. Pass auf. Die fallen doch auch hier runter, oder? Wenn ich jetzt... Wenn jetzt die Platte weggeht. Oder nicht. Obwohl es geht eigentlich, der Weg ist eigentlich breit genug. Ich könnte mir vorstellen, im Miental
Ich weiß nicht, ob wir Biff hier dauerhaft mitnehmen können. Weil Biff ist ja auch so ein Kandidat, den töte ich ja immer. Warte mal, hier ist... Das ist neu. Gut, komm. Ratten. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier unten los? Steinwächter, man soll das Steinwächter nicht gleich kommen. Das war erstmal die Ratten machen. Krieg ich dich doch noch. Wieder aus diesen Drecksviecher. Dankeschön. Ein bisschen viel weniger. Die sind ziemlich aggressiv hier unterwegs, meine Bande gerade. Guck mal hier. Bad! Bad! Schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Wollte ich die nächsten auch gleich? Ist das schön. Jo. Dankeschön. Das klappt doch natürlich super hier, oder? Das ist doch absolut klasse. So, die rennen da hin, hauen da drauf und das Ding ist weg. So. Okay. Dein Troll. So. Es gibt ja diverse Mods. Natürlich ist es wieder Returning. Da kommt ja hier irgendwas rausgesprungen, glaube ich, aus dem Troll. So. Habe ich im ersten Moment Rindfleisch gelesen. Ja. Aber wie die dort reinhauen gegen die Steinwächter. Inzwischen. Ich hoffe mal, die hauen bei Raven unten genauso drauf. Ja. Moment mal, unten bei Rademis. Was ist, wenn die Stacheln da hochkommen? Und die nicht auf der Plattform stehen? Ach du Scheiße. Eieiei. Abwarten. So. Mal hier, was muss da? Leute! Schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Ich meine, die haben ja alle mehr Power inzwischen, glaube ich, als ich. Ein Mist wie weniger. Ja, ja. Ihr macht wie? Schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Jo. So viel gestiegen, hervorragend. Jo. Mist viel weniger. Jo, super. Die verleiben wir uns natürlich gleich ein. Ich meine, es gilt irgendwas in die Richtung. Ja, wenn wir die Grenze erreicht haben, haben wir die Grenze erreicht. Wichtig ist, dass unsere Bande hier da hier die Power kriegt. Jo, Raven, kommen wir noch zu Ihnen? Schaffen wir ihn noch? So, mach mal auf. Elektrische Türen sind immer gut. So. Ich würde sie erstmal sehen. Alle noch da? Ja, Velaya versteckt sich hinter Pora. So. So, kommt mal jetzt hier drauf. Der quackt uns jetzt nicht alle hier. Wir müssen mal dafür sorgen, dass alle hier drauf stehen. So, stehen jetzt alle hier drauf? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob die Schaden nehmen. Eine Ewigkeit lang war mein Geist gefangen. Jo. Nun bin ich endlich frei. Das Schwert hat einen neuen Träger. Ja, hier mich. Die letzte Kammer wurde geöffnet. Jo. Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus. Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer. Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Der Träger hat sie hinter sich verschlossen. Hm. Wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Nee. Irgendeinen? All diese Hebel öffnen die Pforte. Jo. Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Hau dann! Was tun sie? Hast du nicht die ganze Scheiße überhaupt erst angefangen, Jakob? Ich glaube ja.
Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quaodron. Ich höre noch immer die Hammerschläge auf der anderen Seite des Tores. Seit so langer Zeit. Das Schwert ließ mich sehen. Seine Rache. Für mein Versagen. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Ich habe es seit langem vergessen. Versuch dich zu erinnern. Es ist so lange her. Ja, warte, jetzt habt ihr nicht so. Alle noch gesund? Ja. So, danke schön. Alter, das ist. Ich will jetzt nicht ausprobieren, ob die Schaden genommen hätten. Keine Ahnung. Oder gar verreckt wären. So, die Kammer davor. So, holt euch mal diese blöden Ständewächter hier. Guck mal hier, zack. Ja, holt sie euch. Stimmt, bevor wir gleich runtergehen. Jo, so, erstmal hier, was, Stufe 24, Stärke 82. Jo. Stufe 24, Geschick 86. Die soll ja dann die Betty kriegen. Aber die Betty, da brauchte, glaube ich, 100. Wie gesagt, die haben alle mehr Power als ich jetzt. Hä? Nee, du auch. Jo. Ja, aber guck mal, die haben 82, guck mal, ich habe 68 Stärke gerade mal. Das ist eigentlich der Witz. So, 30 Lernpoints. So, irgendeine stärkere Waffe, kann ich euch irgendjemanden jetzt noch eine stärkere Waffe hier in die Hand drücken? Habe ich irgendwas mit 80 Stärke oder so? Haben wir da irgendwas? So, das ist hier Betty. Betty heben wir uns auf für Velaya, definitiv. Deswegen kriegt Velaya, wenn sie die nötige Geschicklichkeit hat. So, edles Bastardschwert. 75. Rapier. 75 Geschicklichkeit. 70. Was hat Velaya jetzt? Die ist ja Geschicklichkeitscharakter hier. Velaya, was hast du? Ausrüstung. Lass uns tauschen. Lass uns tauschen. Ja, sie hat. Macht 40. 70 Reichweite. Komm, dann kriegt sie jetzt den Rapier. Der macht 100 Schaden. Statt 30. Hat dieselbe Reichweite, hat zwar jetzt Einhand Talentbonus. Ja, ist auf jeden Fall besser, definitiv. So, das ist eine Steigerung um wie viel Prozent? Um über 300% Steigerung vom Schaden her? So, hat sie ihn auch jetzt angelegt? Weil, ja, sie hat ihn angelegt. Sie hat ihn an ihrem Gürtel hängen. So, was haben wir noch an Stärke? Edles Bastardschwert. Die Axt. Der hat die Axt nicht genommen, weil er die Stärke dafür nicht hat. So, 90, 70, Schädelspicker. Der hat die Reichweite, ist aber zum Kotzen. So. Der hat jetzt, was hat der jetzt? Der hat... Lass uns tauschen. Ja, der hat jetzt das Ding. 50, 60. So, zurück. Der hat jetzt Stärke, das reicht immer noch nicht, glaube ich. 82 Stärke. Da hätten wir gerade nicht wirklich was. Der hat auch nur 82 Stärke, oder? Nur 190. Ja. Ein Kampfstab hatten wir jetzt nicht hier. Den besseren für Thora. Was hatte Thora jetzt? Sie hatte geschickt 82, Stärke 78. War ja hier mit drunter. Ein Kampfstab hatten wir, glaube ich. Kampfstab Ring des Wassers. Wir hatten den Kampfstab im Angebot zu kaufen, glaube ich. Aber den hatten wir nicht genommen. So. Na gut. Aber Velaya kann jetzt besser draufhauen mit dem Rapier. Auf jeden Fall. Seht, wer gekommen ist! Vielleicht ihn auch ich, sieht man irgendwie, wie viel Power der hat. Der hat wie viel?
Ich denke mal, das sollte meine Bande doch eigentlich schaffen, oder? So. Raven! Ach! Hey, du! Ding dong! Seht, wer gekommen ist! Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, hätte ich nicht erwartet. Entschuldigung. Nun, da du so schnell warst, werde ich dir auch einen schnellen Tod schenken. Klär das mit meinen Leuten hier. Das Problem ist, sie sind defensiv. Ihr müsst dem erst eine draufhauen, bevor die angreifen. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Was jetzt nicht unbedingt zu einem guten Preis. Als General werde ich seine Armeen befehligen. Und was ist mit dir? Weißt du, wie viel deine Seele wert ist? Darf ich nirgendwo anbieten im Inventar, beim Verkaufsinventar. So. Ich mache nur das, was getan werden muss. Ja. Hört ihr euch an! Einen bescheidenen Diener schickst du mir, Enos! Jo! Bist du sicher, dass ich ein Diener Enos bin? Was? Was redest du da? Hältst du es nicht für möglich, dass ich ein Diener Adanos bin? Unsinn! Vielleicht diene auch ich Belia. Ja. Oder nur mir selbst. Ja. Er dient Nun, mir. In diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mich sein. Ich will eine qualmende Waffe da hinten haben. Mir reicht's jetzt. Lass uns anfangen. Ja. Hast du es so eilig zu sterben? Ganz wie du willst. Ich bin fertig. Oh, der haut ziemlich auf mich ein hier. Warte mal, wir müssen hier. Genau das hatte ich mir nämlich gedacht. So. Ja, warte. Ich habe da eine bessere Idee. Können wir den einfrieren? Dann alle gemeinsam auf ihn einschlagen. Kann der Scheiß mal aufhören, dieses Geräusch? Das geht mir auf den Sack. So, Mann. Eisblock hatten wir auf der neuen. Ja, das Problem ist natürlich jetzt. Das ist ja schön, wenn die drauf einhauen können. Das Problem ist bloß, wenn er zurückschlägt. Das muss hier hinter diesem blöden Tor sein. Du hast deine Seele an Bild. Mich. Vielleicht ihn. Mir. Und kein Mauer mehr. Kommt an! Jetzt ist jemand verreckt von unseren Leuten hier. Lebt ihr alle noch? Ja. So. Ja, blaue Belia. Ist die jetzt schon mit dabei oder liegt die hier? Hä? Wo ist die blaue Belia? Wir speichern das mal auf den zweiten. So. Wo ist die blaue Belia? Wo ist mein Translokationslokator? Wieso liegt die blaue Belia hier nicht rum? Ich weiß es nicht. Ding. Keine Ahnung. Klaue. So, pass auf. Wir machen das jetzt mal so. Blaue Belia. Keine Ahnung, wo das Ding jetzt rumliegt.
Wir nehmen das mal so an. So, und damit befassen wir uns dann in der nächsten Folge. Ne. Ich würde mir aber dann offscreen gleich nochmal den Speicherplatz, bevor wir Raven umgehauen haben, wegsichern. So, das ist davor, glaube ich. Das ist danach. So, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Raven ist tot. Wie das jetzt mit der Klaue abläuft, ich schätze mal, die haben das wieder geändert in der Mod irgendwas. Oder hier ist ein Fehler drin. Keine Ahnung. Okay, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 5 gegen Raven. Damit bis zum nächsten Mal. Ciao.